Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal erläutern, wie Sie eine Anzeigengruppe erstellen. Wenn Sie also die Optionen bei der Kampagneneinstellung gewählt haben, dann können Sie eine Anzeigengruppe einrichten. Sie sollten pro Kampagne mehrere Anzeigengruppen erstellen. Wenn Sie beispielsweise schon das Thema Elektrorasenmäher genommen hatten, dann können Sie hier Rasenmäher, Elektro und dann beispielsweise Marke A eingeben und Marke B, wenn Sie also von Elektrorasenmähern mehrere Marken haben. Als Standardgebot könnten Sie hier beispielsweise einen Wert von 50 Cent eintragen. Das ist aber auch je nach Keywords und je nach Anzeigen, je nach Produkt auch, ist es sehr, sehr unterschiedlich. Und auch im Jahresverlauf kann sich das durchaus mal ändern. Sie haben hierfür eben dann Ihre Keyword-Analyse im besten Fall sehr ausführlich durchgeführt, um eben sehr differenzierte Keywords auch eingeben zu können. Und diese Keywords müssten dann im Nachgang eben ausgesteuert werden. Das heißt, Sie würden hier entsprechend dann von Google teilweise Vorschläge bekommen, wie hoch der Klickpreis sein soll und können dann Ihre Klickpreise entsprechend ändern. Sie können aber jetzt erst einmal starten mit einem Klickpreis von 50 Cent. Das ist ein ganz guter Richtwert und können hier entsprechend Ihre Keywords eingeben, beispielsweise Rasenmäher kaufen. Wenn Sie das in dieser Form hier eingeben oder Rasenmäher Informationen Elektro beispielsweise. Und wenn Sie das in dieser Form aber eingeben, dann haben Sie das Keyword erst einmal weitgehend passend eingestellt. Das bedeutet, dass Sie Ihre dass eben nicht nur diese Suchbegriffe in dieser Form ausgegeben werden, sondern eben auch assoziative Begriffe dazu. Das ist zum Testen erst einmal gut. Sie sollten sich aber darüber im Klaren sein, dass Sie, wenn Sie die Keywords auf weitgehend passend eingestellt haben, was Google übrigens standardmäßig so macht, dass Sie dann nicht so dezidiert auf Ihre Keywords bieten können. Das bedeutet, im besten Fall haben Sie durch die Keyword-Analyse ein so umfassendes und gut ausgearbeitetes Keyword-Set, dass Sie hier schon entweder das Ganze in Anführungszeichen setzen können. Das bedeutet dann, dass es die sogenannte passende Wortgruppe ist. Das wäre also dann der Fall, wenn davor oder danach noch ein Keyword kommen darf, beispielsweise Rasenmäher kaufen online, dann wäre das online etwas, worauf die Anzeige entsprechend auch noch geschaltet wird, selbst wenn Sie hier nur das Keyword Rasenmäher kaufen angegeben haben. Wenn Sie das Ganze in eckige Klammern, wie hier unten setzen, dann ist es genau passend, das heißt auch wirklich nur dieser Suchbegriff wird entsprechend angegeben. Sie müssen hier dann eben noch darauf achten, dass es einen Unterschied macht, ob Sie Rasenmäher kaufen oder kaufen Rasenmäher eingeben. Also auch das wären dann eben zwei unterschiedliche Keywords, die auch in einer Anzeigengruppe so erscheinen müssten. Sie bekommen hier dann auf der rechten Seite eine Traffic-Schätzung, also wie viel Traffic denkt Google, können Sie generieren mit einem Budgeteinsatz von 10 € pro Tag und den hinterlegten Keywords. Sie können sich hier auch Keyword-Ideen noch auswählen lassen. Im Normalfall haben Sie dies aber ja schon erledigt. Das heißt, Sie haben Ihre Keyword-Analyse im Vorfeld durchgeführt und haben auch schon Ideen für Anzeigengruppen, die Sie dann entsprechend hier einfügen. Sie können weitere Anzeigengruppen und sollten das auch hier eingeben.
und können im Nachgang dann eben eine Anzeige erstellen.